Damit hallo und herzlich willkommen zurück zur 8. Folge Legend of Grimrock 2. Ich bin der Längster und begrüße euch hier wieder mal zurück beim Kristall im Wurzelzweig-Tunnel. Heute gehen wir den letzten Bereich an, und zwar hier unten. Wir haben endlich den Schlüssel, um diese Tür zu öffnen. Und ja, viel gibt es da nicht zu sagen, das gehen wir jetzt an. Im letzten Part haben wir ordentlich Ausrüstung erhalten. Wir sind richtig gut ausgestattet jetzt, haben diese blöden Rattlings alle erledigt und ja, wir nähern uns, glaube ich, dem Ende des ersten Dungeons, ne? Wollen wir vorher nochmal speichern? Ne, eigentlich nicht, weil hier ist der Part Anfang, ne? So, was jetzt sehr interessant ist, hier war ja dieser komische Kobold drin, ne? Und wenn der jetzt nochmal auftaucht, werden wir versuchen, ihn zu töten. Und dann erhoffe ich mir ganz viele tolle Loot-Schätze von ihm. Das ist bestimmt so ein Loot-Goblin wie aus Diablo. Aber das habe ich... Warte mal, hier ist er wieder. Okay. Okay. Da haben wir... Oh, das ist dann der vierte. Dann können wir das Element Feuer ja schon fertig machen. Geil. Der vierte Power Gem. Aber irgendwie... passiert hier doch bestimmt gleich was. Das sind doch wieder Schildkröten, oder? Diese Geräusche. Wenn ich mir das richtig gemerkt habe. Ah, Leute. Wollen wir da direkt reinspringen oder lieber erstmal oben jetzt gucken? Oh nein! Boah, der hält ganz schön was aus. Ach komm, ey, du blöder Scheiß. Wieder der Längste. Was heißt denn wieder? Ich weiß nicht, ob wieder, aber... Mann, ich muss echt aufpassen, dass mir die Leute nicht immer sterben im Kampf.
Schildkröte. Ah, Mann. Das bedeutet aber erstmal, ich muss jetzt zurückgehen, weil... Ohne Längster gehen wir hier nicht weiter. Laden werden wir jetzt auch nicht extra. Das, ich hab's halt versaut, ne? Und deswegen müssen wir so weitermachen. Scheiße. Ich will nicht weitermachen ohne Längster. Was mach ich denn jetzt? Bleibt jetzt nichts anderes übrig, wa? Aber erstmal suche ich mal mein Zeug zusammen, ne? Da hinten liegt noch was. Hier sind ja überall Schalter, ey. Boah! Boah, diese verdammten Schildkröten. Geht hier. Wie komme ich denn hier? Ich möchte hier gerne rauskommen, ohne was zu töten. Ach Leute, kommt. Hier, oh, schön. Sehr gut, dann kommen wir nämlich auch an den Kristall und dann können wir das alles erkunden. Ah, wir sind direkt hier. Nice. So, jetzt können wir weiter töten gehen. Töten, töten, töten. Ist natürlich echt blöd, dass der Kobold nicht auf längstes Rechnung ging. Wie viel hatten der jetzt? Level 4? Level 4, 6? Level 4, 8? Oh, der ist aber sogar noch Level 4, 7? Level 4, 6? Geht ja noch. So, den Krempel brauchen wir nicht. Sind wir wieder schnell. Jetzt möchte ich aber bitte den normalen Weg nochmal gehen, ne? Ganz klar. So, los geht's. Hier haben wir uns jetzt umgeguckt, ne? Bis hier hin, da war die Sackgasse. So, hier ist der eingestürzte Gang. Unten sind die Schildkröten. Ah, wir gucken erstmal oben. Hier habe ich mich umgeguckt. Wir nehmen den Power Gem. Gucken hier mal nach Schaltern und gehen mal in das Schildkrötenversteck. Dieses behält aber nichts bereit für uns. So eine Sauerei. Nicht mal ein... Oh, da ist er.
So, das ist auch nur so ein Schildkröten-Cave hier, ne? Da haben wir noch was. Da haben wir schon wieder einen Schalter entdeckt. Lol, so eine Schildkröte jetzt. Jetzt spielen sie sich mal nicht so auf hier. Oh nein, jetzt ist hier. Oh nein, jetzt ist das Ding runtergefallen. Mein Dart. Ach, scheiße. Naja, runter müssen wir sowieso noch. So, jetzt muss ich mal. Warum sammeln die das denn so behindert immer auf hier? So. Jetzt gehen wir schnell hier rein. Da ist auch ein Schalter. Quarter Stuff. Zweihand. Ist jetzt nicht so cool, ne? Muss man jetzt mal ganz ehrlich sagen. Gefällt mir nicht so. Ach so, warte mal, wir haben doch hier. I had more equipment. Nee, 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 dann war das hier, ne? The trickster comes and goes, but the pain stays. Hahaha. Was? Der Trickster kommt und geht, aber der Schmerz bleibt. Was haben wir denn da noch bei dem Trickster gelootet? Keine Ahnung. So. Ah, jetzt ist hier zu. Jawoll. Jetzt habe ich schon wieder vergessen, wo wir sind. Bei der 11. Dededin. Haben wir es direkt zweimal gehört. Ach, das ist so ein schönes Geräusch, oder? Secret 11. Oder war das jetzt die 12? Potion of Dex. Naja, das ist natürlich ganz klar. Zap, zurap. Und schon wieder Munition. Mal gucken, ob ich jemand spaßenshalber mal einfach einen Firearm-Skillpunkt gebe, damit wir einfach den Kram ein bisschen verschießen können, oder? Hier sind ja überall. Oh. Powerstone haben wir. Hier war ich drin, hier war ich drin. Hier habe ich eigentlich alles abgesucht. Hier waren wir drin. Hier war den Schalter. Müssen wir jetzt hier oben nochmal gucken. Ja, ich glaube, hier haben wir jetzt ausgiebig geschaut, ne? Hier gibt es nochmal was zu futtern. Oh. Skalieren mit Stärke. 6 bis 19. Was machen die Messer? 4 bis 13. Gut, dann ist es jetzt also soweit, dass du alle Messer kriegst. Und wo habe ich die blöden... Wo habe ich sie denn? Hier. Stärke machen wir dann hier mit hin, oder? Das finde ich toll.
Sind zwar nur zwei, das ist ein bisschen ärgerlich jetzt am Anfang, aber kann der längst da länger werfen. Dann geht's dahin. Ohne Schild, keine Ahnung. Da geht's raus. Guck mal an. Wo geht's denn da wohl hin? Und da liegt eine Schriftrolle und ein Rezept. Schildpotion. Ach, guck mal hier. Okay, Etherwood und Mudwood. Das war... Etherwood und... Oh, von dem haben wir halt noch nicht so viel, ne? Siehst du, das Zeug könnte ich auch alles ablegen. Das darf ich gar nicht so hier verstecken. Die Steinschleuder auch. Ja, wir müssen mal hier nachher nochmal alle Waffen ablegen. Ich gebe jetzt mal dem Schurken das Zeug, was wir noch ablegen wollen, ne? Weil der... Mein Gott, der hat so viel Zeug. Field requires creates a magical barrier that blocks all movement. Every point in concentration in race. Oh. Das ist natürlich geil, ne? Da kann man ja zumachen. Ne, wenn man da jetzt zum Beispiel in der Fighters Challenge ist, könnte man sich ja so immer eine Ecke zumachen. Oh, das finde ich echt nice. So, da geht's raus. Dann wollen wir erstmal hier reingucken. Oh, jetzt übertreibt's mal nicht. Hier, überall Secrets. Das ist dann die Nummer 12. I love it. I love it. Oh. Jawoll. Das ist doch hier... Ne, warte mal, der hat die doch schon. Wäre natürlich Hammer, wenn mein Schurke die schon tragen könnte, ne? Aber da muss ich noch ein bisschen. Die nächsten zwei Level. Ach komm, scheiß auf das Evasion. Und, ach nee, du hast ja hier die geile Rüstung an. Eine Weste gemacht aus einem Material. Welches dich mit dem Schatten um dich herum verbindet. Also man verschwindet im Schatten, wenn man diese blöde Weste anhat. Irgendwie sowas, ne? So, bla 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 bla. Hallo. Nicht weiter. Ja, wollen wir da jetzt rausgehen oder was? Ich bin doch hier noch gar nicht. Und da unten muss ich ja auch noch rein.
hier ist ja auch noch was. Leck wieder am Arsch. I can see the shrine right beneath here. I wish I had packed more provisions. Oh Mädels, ihr müsst jetzt mal hier ein bisschen mehr Hunger kriegen, ey. Das gibt's doch nicht. Verdammte Inventarpflege hier immer. Boah, was wir hier eigentlich schon für ein leckeres Festmahl jetzt mittlerweile haben, oder? Geht schon ab. Gefällt mir. Also Essen haben wir mehr als genug im Moment. So, aber wir müssen weitermachen, ne? Ein Pilz noch. Du hast keinen, du hast keinen, du hast einen, du hast einen. So, ne? Und jetzt können wir weitergehen. Dürften wir ja alles haben, ne? Muss ich eigentlich nur noch hier hoch und mal in die Pits springen. Hier komme ich nicht rein. Weil der Kristall gerade da ist und wir sowieso hier nochmal hin wollten. Warte mal, wir machen mal so. Wir legen mal den ganzen Waffenkram hier drüben ab. Obwohl es mich jetzt stört, dass man das so in die Ecke schiebt. Es tut mir leid, das ist voll Schwachsinn, was ich hier gerade mache, aber ich will das trotzdem gerade nochmal umräumen. Wir kommen hier nie wieder her, aber trotzdem soll es cool aussehen. Wisst ihr, was ich meine? Das Zeug muss ja cool hier liegen. Naja, das kriegen wir aber nicht cool hin. Ja, okay, dann schmeißen wir jetzt alles hier hin. So, cooler geht's jetzt nicht. Oder? Ich find's cool. So. So wollte ich das jetzt hiermit auch machen. Das ist jetzt völliger Mumpitz, was ich mache, ne? Aber würde ich jetzt Grimrock alleine spielen, würde ich so einen Scheiß wahrscheinlich auch machen. Kann euch gar nicht sagen, warum. Einfach nur, weiß ich nicht. Hab wahrscheinlich so einen kleinen Ordentlichkeits... Waren oder was weiß ich. So, speichern wir schnell. Und jetzt gehen wir mal runter in die Pits, ne? Nee, hier nicht.
Alles klar, jetzt hält die Schildkröte hier so viel aus, oder was? LOL! So ein Quatsch schon wieder. Haben die sich jetzt alle wehgetan, oder was? Die ging easy von der Hand. Wolltest du mir jetzt mal genauer angucken? Sorry. Nun, hurtet dich hier, meine Jungs. Die traut sich ja was hier. Warum dreht sie sich denn in die falsche Richtung? Du dumme Schildkröte, du! Meister Splinter aber keine gute Arbeit geleistet hier. So, haben wir es jetzt, ja? Haben wir es? Sind wir jetzt wieder alle vollgeladen oder was? Oh Gott. Schön. Schön. Aber ich höre noch Schritte, von daher. Mir fehlt noch ein Stern. Wo ist der Stern? Habe ich da schon einen reingeschmissen? Nee, ne? Nur ein Messer, Stern, Dart. Alles klar. Mir war so, als hätten wir noch einen. So, hier müssen wir was reinlegen und wahrscheinlich was zu essen. Ach, Gott sei Dank sind es keine Rattlings oder sowas. Oh, da kommt noch ein Viererpack. Aber die dürften wir ja im Griff haben, oder? Na kommt schon, sterbt ihr Wichte.
tatsächlich nochmal getroffen. So, oh, jetzt komm. Ey, immer der Letzte. Ja, na klar. Jetzt kriege ich hier nochmal richtig Schaden, oder was? Lol. Sterb! Sterb! Langster, endlich. Was hat denn der? Mann, da weiß ich noch gar nicht, was ich machen will. Machen wir gleich. Darts nehme ich mit. So, dann haben wir ja hier so lang gekämpft. Hier so lang gekämpft. Noch einer. Ich glaube, noch einer, ne? Alter. Das? Glaube schon. Mein Gott, wie groß das hier schon wieder alles ist, ey. Das ist ja Wahnsinn. Handschuhe. Na komm, ich geb's dem Tauren, der hat weniger, ne? So. Oh, das Ding habe ich auch nicht abgelegt. Meine Fresse. Ja, und jetzt geht's wieder los. Jetzt müssen wir hier alles absuchen. Hier liegt noch was. Ein Tome of Health. Shit, wem habe ich Vitalität gegeben? Auch dem Langster, ne? Scheiße. Hundertsechzig. Der Taure rennt ihm davon. Deswegen ziehen wir dich jetzt mal nach. Das war ein Secret, ne? Fällt mir gerade ein. Oh Gott, wo sind wir denn jetzt hier schon wieder? 13. Die ekelhafte 13 haben wir geschafft. Eine Pechzahl eigentlich, ne? Muss man ja ganz klar mal so sagen hier. So. Weg damit hier. Und das und das. Fackeln lassen wir nochmal hängen. Ich vermute mal, dass jetzt hier nichts mehr ist, weil wir sind ja eigentlich schon in einem Geheimnis. Wobei ein Geheimnis im Geheimnis wäre auch kein Geheimnis. Also im ersten Teil war das so. Was ist das denn? Speed Potion, okay. Geben wir auch mal dem dicken Tauren hier mal mit dazu, weil es schön aussieht. Ich glaube, hier gibt es wirklich nichts mehr. Könnt ihr mir ja auch mal schreiben. Wollen wir das wirklich... Ja, eigentlich müsst ihr mir das nicht schreiben, weil das ist wieder so ein innerlicher Zwang von mir eigentlich, den ich da nicht abstellen kann. Ich muss mir diese Wände angucken. Weil ohne angucken habe ich nicht die Gewissheit, dass ich nicht... Oh, Käse. Lecker Käse. Den müssen wir hier mit reinlegen, weil das ist ja Käse, der muss da mit rein. Oh, da haben wir schon ein richtiges Picknick jetzt. Und schon wieder Lockpicks. Guck
Guck mal, drei Stück haben wir schon. Wir haben da gar keine Kiste dafür. Ja, ich glaube, wenn ihr einen Rattling in der Gruppe habt, solltet ihr dafür sorgen, dass der Rattling viel Käse bekommt. Weil das ist, glaube ich, seine Nahrung, womit er seine Attribute ein bisschen verbessern kann. Okay. Sehe ich das richtig, dass wir hier nichts mehr haben? Da ist der Teleporter, ne? Gut, los geht's. Wir gehen wieder raus. Was liegt hier? Eine Fackel. Ja, Level up, Längster. Was mache ich denn da mit dir? Was hast denn du hier? Hast du schon irgendwas, wo du hier Special Move? Heavy Weapons 3. Ja, ich glaube, das ist nicht verkehrt, oder? Wenn wir das mal machen. Der trifft doch eigentlich ganz gut. Trifft er gut? Ich weiß es nicht. Ich glaube, der trifft gut. So, haben wir das auch erledigt. Und wer weiß, wo uns dieser Teleporter jetzt hinbringt. Drum werden wir mal hier davor speichern, ne? Aber okay. Alle keine Energie mehr regenerieren, wa? Die Schweine. Okay. Haben die jetzt alle drei nicht getroffen? Was ist denn das für ein Quatsch? Bei Stella, da habe ich mir schon einen Zettel gemacht, weil da habe ich, da werden wir R3, Earth 1, Fire 5, Water 3, Concentration 5 machen. Ne? Finde ich gut. Das heißt, ich nehme jetzt, was wäre denn jetzt wichtig? Also, wo ich sowieso Water. Also, wie gesagt, hier machen wir 5. R machen wir 3. Earth lasse ich bei 1. Und Water brauche ich 3. Deswegen nehme ich das jetzt auch mal mit. Obwohl die Energy jetzt auch noch ganz nett ist. So. Oh mein Gott, mir rennt die Zeit weg. 39 Minuten. Ich muss da nochmal runter und speichern. So, da geht es dann wieder runter. Unser erster Ring. Ne, Buckler. Doch, ist ein Ring. So, nochmal Munition. Das, ja, weiß ich nicht, ob die Kiste jetzt so cool war. Aber wir haben sie aufgemacht. Das ist schon mal das Wichtige. So, und jetzt machen wir uns ganz schnell auf den Weg zurück. Das heißt, auch der nächste Part. Aber eigentlich bin ich unten fertig, oder?
glaube, eigentlich muss ich doch nicht runter. Wir können wieder hier lang gehen. Wir müssen unbedingt noch die Schatzkisten suchen. Aber ich habe keine Zeit. So, deswegen, wir gehen jetzt erstmal hier rein. Und meine Steine liegen auch noch da. Das ist sehr, sehr gut. So. Wir verschmutzen jetzt hier den Tempel noch ein bisschen, weil das brauche ich nicht. Diese blöde Pistole, ey. Doch, den brauchen wir noch. Ah, wisst ihr, was wir jetzt noch ganz schnell machen? Wir werden unten am Strand speichern. Aber ich komme jetzt der Bitte noch schnell nach, da zu buddeln. So, dann wären es 42 Minuten oder so, das ist mir egal. Ich werde jetzt beim Laufen schon mal sagen, ja, habe ich den Satz wieder super angefangen. Ne? Ich hoffe, es hat euch gefallen. Fangen wir so an. Eure Meinung zu dem Part würde mich wieder sehr interessieren. Sowie auch ein Like, selbstverständlich. Hm. Geil wäre es ja gewesen, oder? Na, ja, dann laufe ich dann jetzt aber auch nochmal zurück. Und speicher wieder da oben. Genau. Lasst mir eine Meinung da, die mich immer sehr, sehr interessiert. Was sagt ihr zu meinen Skillungen bisher? Ist alles in Ordnung? Findet ihr, ich mache da irgendwas komplett falsch? Wie auch immer. Schreibt's mir. Ne? Ansonsten wünsche ich euch jetzt auch schon mal einen wunderschönen Tag, Abend oder eine gute Nacht. Je nachdem, wann ihr das Video schaut, sucht ihr euch einfach das für euch Passende heraus, ne? Wie immer. Und ja, dann hören oder sehen wir uns wohl wieder in einer der nächsten Folgen von Grimrock oder auf einem meiner anderen Projekten auf meinem Kanal. Und bevor ich jetzt hier total versage in meiner Verabschiedung, machen wir es jetzt ganz kurz, obwohl es ja schon wieder eine super lange Verabschiedung war. Das ist so ein Schwachsinn, was ich hier erzähle. Also macht's einfach gut, ne? Schmunzelt noch ein wenig und klickt auf den Like-Button und seid wieder dabei zur nächsten Folge Legend of Grimrock mit dem Langster. Bye, bye.